Styles. Bevor Sie mit diesem Kapitel fortfahren, sollten Sie das PA5X neu starten, damit sich unsere Instrumente ungefähr gleich verhalten. Wenn das PA5X erneut hochgefahren ist, müssen der Memory- und Autofill-Taster aktiv sein. Die Control-Sektion muss auf Main gestellt werden, View auf Sliders und die Keyboard-Set-Library-Sektion auf Category. Stellen Sie die Matrix auf Bank 1 und stellen Sie den Crossfader zurück, indem Sie ihn kurz bewegen und dann ganz nach links schieben. Schauen wir jetzt mal, wie man Style-Begleitungen wählt und spielt. Wie bereits im ersten Kapitel erwähnt, kann man Player 1 und Player 2 unterschiedliche Styles zuordnen. Wenn man den Crossfader hin und her bewegt, leuchtet die blaue oder gelbe Diode, um anzuzeigen, welcher Player gerade verwendet wird. Im Display wird der zugehörige Style außerdem hervorgehoben, während der andere Schwäche angezeigt wird. Schieben Sie den Crossfader zunächst komplett nach links. Beim Neustart hat das PA5X wieder My Setting aufgerufen. Hier im Chordbereich sehen Sie, dass Lower und Upper aktiv sind. Die Akkorderkennung funktioniert also überall auf der Tastatur. Akkorde werden nur erkannt, wenn man mindestens drei Noten spielt. Spielen Sie einen Akkord und starten Sie die Style-Wiedergabe mit dem Player 1 Start-Taster. Wie Sie merken, ändert sich die Tonart erst, wenn man einen anderen Akkord spielt. Zwischendurch können Sie also eine Melodie spielen. Drücken Sie Stopp. Jetzt wollen wir Player 1 einen anderen Style zuordnen. Drücken Sie hier, um ein Anwahlfenster zu öffnen, das dem für die Keyboard-Sets sehr ähnlich ist. Die Kategorie wählt man ganz links. Der nach unten zeigende Pfeil bedeutet, dass es mehr als 12 Kategorien gibt. Drücken Sie hier, um wieder nach oben zu gehen. Die Arbeitsweise ist nahezu die gleiche wie für die Anwahl von Keyboard-Sets. Es werden jeweils 10 Einträge angezeigt. Verwenden Sie diesen Bereich oder die Auf-Up-Taster, um andere Zehnergruppen aufzurufen. Springen Sie zur Jazz-Kategorie und drücken Sie Latin Jazz Band. Drücken Sie Exit. Spielen Sie einen Akkord und starten Sie Player 1. Starten Sie jetzt Player 2 und blenden Sie mit dem Crossfader von Player 1 zu Player 2. Ändern wir jetzt den Style von Player 1. Drücken Sie jetzt den Player 1 Style-Taster, um das Style-Anwahlfenster aufzurufen. Springen Sie zur Dance-Kategorie und drücken Sie All Night Dance. Drücken Sie Exit und schieben Sie den Crossfader wieder zu Player 1. Halten Sie beide Player an. Wie im Kapitel über Sounds kann man Styles suchen, indem man den Search-Taster drückt. Die Stylesuche ist bereits angewählt. Geben Sie zum Beispiel Tango ein und drücken Sie Search. Jetzt werden alle Styles angezeigt, deren Name Tango enthält. Wählen Sie einen, dann erscheint eine Rückfrage, für welchen Player er geladen werden soll. Wählen Sie Player 1 und drücken Sie Exit. Ich verwende Tab Tempo zum Starten der Begleitung. Wählen Sie in der Country-Kategorie auf Seite 1 den Eintrag Acoustic Country. Drücken Sie Exit. Jede Style-Begleitung umfasst 15 Style-Elemente. Diese sind für die unterschiedlichen Teile eines Songs bestimmt. Intros, Variationen, Fills und Schlussphrasen. Mit diesen Tastern hier wählt man Style-Elemente. Die meisten Taster des PA5X leuchten in unterschiedlichen Farben, um auf ihre jeweilige Funktion hinzuweisen. Zum Beispiel diese Style-Element-Taster. Die Intros, Variationen, Fills sowie die Breaks und Schlussphrasen werden als Gruppe mit einer Farbe angezeigt. Der Taster des gerade aktuellen Style-Elements leuchtet gelb. Es gibt drei Einleitungen oder Intros. Intro 1 basiert auf einer Akkordfolge. Intro 2 tut das nicht, sondern folgt den Akkorden, die Sie auf der Tastatur spielen. Intro 3 schließlich ist eine kurze, eintaktige Einleitung. Die Endings 1, 2 und 3 funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Mit den Variationen 1 bis 4 wählt man die Komplexität der Begleitung für die Verse, Refrains und so weiter.
Da Autofill aktiv ist, wird vor dem Wechsel zu einer Variation automatisch eine Überleitung namens Fill abgespielt. Sollten Sie das nicht brauchen, schalten Sie den Taster einfach aus. Unabhängig davon, ob Autofill ein- oder ausgeschaltet ist, kann man hier händisch immer eine Überleitung starten. Wie Sie merken, sind die Phrasen von Fill 1 bis Fill 4 unterschiedlich komplex. Und dieser Taster löst einen Breakfill aus. Drücken Sie Stopp und aktivieren Sie Autofill wieder. Achten Sie einmal auf das Tempo der beiden Styles. Wenn Sie den Lock-Taster neben Tempo auf Abdrücken, übernimmt der inaktive Player das Tempo des aktiven Players. Starten Sie zunächst Player 1 und am Beginn eines Takts Player 2. Jetzt können Sie zwischen den beiden Begleitungen hin und her blenden und beide verwenden dasselbe Tempo. Halten Sie beide Player an. Um noch genauer zu arbeiten, können Sie Shift gedrückt halten, während Sie einen der beiden Player starten. Jetzt sind beide perfekt synchron. Überblenden Sie zu Player 1. Halten Sie beide Player an. Deaktivieren Sie Tempo Lock. Springen Sie zur Pop-Kategorie Seite 2, drücken Sie Sunrise Pop Funk und schließlich Exit. Trotz der Anwahl anderer Styles wird weiterhin dasselbe Keyboard-Set verwendet. Dennoch enthält jeder Style 4 Keyboard-Sets. Deren Namen werden hier im Display angezeigt und man kann sie dort anwählen. Mit diesen 4 Keyboard-Set-Tastern geht das ebenfalls. Wählen Sie Keyboard-Set 3. Schalten Sie Synchro-Start ein, damit der Style startet, wenn Sie eine Taste drücken. Nahezu alle vorprogrammierten Keyboard-Sets verwenden einen Split und beschränken die Akkorderkennung auf die linke Tastaturhälfte. Schalten Sie Synchro-Start aus. Manche Musiker bevorzugen die Verwendung eines einzigen Keyboard-Sets für alle Styles. Man kann aber dafür sorgen, dass bei Anwahl eines Styles jeweils das erste zugehörige Keyboard-Set geladen wird. Wählen Sie hier in der Control-Sektion User. Mit View kann man sich die Funktionen der Taster anzeigen lassen, wenn gerade die Fader-Funktionen angezeigt werden. Wie Sie sehen, hat Taster 8 die Funktion Style to Keyboard Set. Schalten Sie ihn ein. Übrigens braucht man View nicht unbedingt auf Switches zu stellen, um diese Tasterfunktion nutzen zu können. Die Anzeige im Banddisplay hat einen rein informativen Wert. Drücken Sie Player 1, Classic Pop, Seite 1, wählen Sie Georgie Pop und drücken Sie Exit. Das erste Keyboard-Set namens Digital Grand ist bereits gewählt. Die übrigen Keyboard-Sets für diesen Style kann man ebenfalls schnell aufrufen. Für Style-to-Keyboard-Set bieten sich 3 Möglichkeiten. Aus, das aktuelle Keyboard-Set ändert sich bei der Anwahl eines anderen Styles nicht. An, das erste Keyboard-Set des neu gewählten Styles wird aufgerufen und für alle Variationen verwendet. Blinkend, für Variation 2 wird Keyboard-Set 2. Für Variation 3, Keyboard Set 3 gewählt und so weiter. Drücken Sie den Taster so oft, bis er konstant leuchtet. Wählen Sie in der Movie und Show Kategorie auf Seite 2 den Eintrag Peter Theme und drücken Sie Exit. Den Pad-Tastern können Sounds und Phrasen zugeordnet werden, welche die Tonart der gespielten Akkorde übernehmen und zum Style synchron laufen. Die Phrasen werden entweder einmal abgespielt, wenn das Pfeilsymbol angezeigt wird, oder geloopt, wenn dieses Kreissymbol angezeigt wird. Mit dem Stopptaster hält man die Phrase an. Stellen Sie die Control-Sektion auf Style Song und drücken Sie View, falls das Strip-Display nicht die Fader-Informationen anzeigt. Im Moment beeinflussen die Fader die Lautstärke der 8 Style Parts. Mit dem 9. Fader regelt man die Lautstärke des Keyboard Sets. Drücken Sie View. Mit den Tastern kann man die gewünschten Parts stummschalten und wieder aktivieren. Gehen Sie in die Latin Dance Kategorie, Seite 1, Pop Reggaeton und drücken Sie Exit.
Es gibt eine Keyboard-Z-Funktion namens Ensemble, die ebenfalls über die Akkorde angesteuert wird. Wählen Sie Keyboard-Z3 dieses Styles. Die Möglichkeiten dieser Harmoniestimmen sind beeindruckend. Für Keyboard Z1 fügt die Ensemble-Funktion zum Beispiel Oktaven hinzu. Für Keyboard Z2 wurde bereits eine Ensemble-Funktion gespeichert. Wenn man mehr als zwei Noten gleichzeitig spielt, erklingt ein Triller. Wählen Sie Keyboard Z4 und aktivieren Sie Ensemble. Dieses Keyboard-Set hat drei Sounds. Schalten Sie Upper 1 und 2 aus. Upper 3 wird nur ab einem ziemlich hohen Anschlagwert angesteuert. Die Ensemble-Funktion ist zwar aktiv, aber es werden trotzdem nur Einzelnoten gespielt. Auch Upper 2 spielt nur Einzelnoten. Upper 1 spielt dagegen Blockakkorde. Schalten Sie Upper 1, 2 und 3 ein. Funk und Blues Kategorie, Seite 1, Remember Funk. Exit. Oben rechts im Bedienfeld des PR5X befindet sich die programmierbare Matrix mit besonders großen Tastern. Damit kann man Elemente wie Sounds und Phrasen antriggern, sowie Spuren aktivieren und stummschalten. Gehen Sie zum Matrix-Reiter, um die aktuellen Zuordnungen dieser Taster zu sehen. Für die 16 definierbaren Taster gibt es drei Bänke plus Mute. Wählen Sie Mute, starten Sie die Style-Wiedergabe und verwenden Sie die Matrix, um die Parts stumm zu schalten oder zu aktivieren. Drücken Sie Stopp und wählen Sie wieder Bank 1 für die Matrix. Wählen Sie in der Jazz-Kategorie auf Seite 1 den Eintrag Modern Big Band und drücken Sie Exit. Wählen Sie Variation 2. Der Chord-Sequenz-Taster leuchtet weiß, das bedeutet, dass für diesen Style eine Akkordsequenz gespeichert wurde. Wechseln Sie zur Chord-Seite und drücken Sie den Chord-Sequenz-Taster so oft, bis er gelb blinkt. Die Akkordfolge wird jetzt im Display angezeigt. Drücken Sie Start, um die Akkordsequenz in einer Schleife abzuspielen. Um die Sequenz zu deaktivieren, drücken Sie den Chord-Sequenz-Taster erneut. Drücken Sie Stopp. Um Ihre eigene Akkordsequenz aufzuzeichnen, drücken Sie Record. Spielen Sie den ersten Akkord, drücken Sie Start und spielen Sie die weiteren Akkorde. Drücken Sie Stopp. Drücken Sie den Chord-Sequenz-Taster, damit er gelb blinkt, und wieder Start. Gehen Sie zum Seitenmenü, um die Sequenz zu speichern.